Herr Adrian, wir sind hier am Rathenauplatz. Sie sind von der Anwohnerinitiative für bezahlbaren Wohnraum hier. Sie haben gerade Herrn Groschek, also dem SPD-Vorsitzenden des Landes Nordrhein-Westfalen, hier die Situation erklärt. Wo drückt hier besonders der Schuh? Das Hauptproblem ist, dass dann, wenn sich die Chance ergibt, Immobilienfirmen Altbauten aufkaufen, sie Luxus sanieren und dass dann die ehemaligen Mieter das Viertel verlassen müssen, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum hier in der nahen Nachbarschaft finden. Das heißt, es findet hier ein sozialer Austausch statt. Eine Verdrängung, könnte man fast sagen. Ja, so ist es, eine Verdrängung, ja. Gehen dann auch gewachsene Freundschaften kaputt oder was ist so Ihre Kritik auch daran? Das ist natürlich zwangsläufig so. Ne? Die Leute wohnen hier seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, je nachdem. Möglicherweise schon in der zweiten Generation, auch solche Fälle hatten wir. Damit gehen natürlich viele soziale Bezüge in die Brüche und die Leute fühlen sich, klar, wenn sie in der Randlage von Köln dann wohnen müssen, ohne jeden Bezug, dann ist das natürlich auch ein persönliches Drama. Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo man das vielleicht auch ein bisschen berechnen oder beziffern kann? Ich weiß leider, oder anders, ich würde mir wünschen, wenn es Daten gäbe zu der Frage, wie viele Leute mussten in den letzten 20 Jahren das Viertel verlassen. Diese Daten gibt es bisher leider nicht. Ich kenne natürlich einzelne Beispiele von Häusern, wo Luxus saniert wurde. Das sind auch unterm Strich gar nicht so wahnsinnig viele. Wir haben zum Glück immer noch relativ viele Häuser, in denen entsprechend des Mietspiegels auch Miete bezahlt wird. Aber der Druck ist natürlich da. In dem Moment, wo dann eine Erbengemeinschaft sagt, so und jetzt verkaufen wir, passiert genau das. Die Lösung ist unserer Meinung nach, oder ein Ansatz, wie man das verhindern könnte, ist eine sogenannte Erhaltungssatzung. Mit dieser Erhaltungssatzung kann man nämlich Luxussanierung und Umwandlung in Eigentumswohnungen verhindern. Aber wir haben sie nicht hier im Viertel und manche sind der Meinung, es lohne sich hier auch nicht mehr. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn ich weiß von ganz vielen Häusern, wo noch ganz normal Miete bezahlt wird. Das heißt, diese müsste man eigentlich mit so einer Erhaltungssatzung schützen vor Umwandlung und eben dann auch letztendlich Verdrängung. Als Mietpreisbremse wäre da auch oder hilft da auch nicht, weil eben diese Luxussanierungen dann in so hippen und angesagten Stadtvierteln wie dem Belgischen Viertel oder hier am Rathenauplatz dann entsprechend um sich greifen. Ich glaube, man müsste beides machen. Also die Mietpreisbremse so in der jetzigen Form, das wissen ja mittlerweile alle, hat nicht wirklich funktioniert. Man müsste eine funktionierende Mietpreisbremse würde sicherlich auch verhindern, dass hier, wenn dann langjährige Mieter ausziehen, die Miete dann, was weiß ich, auch solche Fälle gibt es hier, sich verdoppeln würde. Da wäre dann die Mietpreisbremse das richtige Instrumentarium. Wenn man insgesamt so ein Viertel schützen will und dafür sorgen will, dass nicht die Nachbarschaft verdrängt wird wegen Luxussanierung, dann ist eher der Ansatzpunkt Erhaltungssatzung bzw. Milieuschutzsatzung. Haben Sie denn auch Probleme mit elektronischen Vermietern wie Airbnb hier? Also kennen Sie da auch Fälle? Ja, auch davon gibt es jede Menge Beispiele. Hier hinter mir zum Beispiel, ne, da in dem roten Haus, da sind wohl mehrere Wohnungen, die nur noch als Ferienwohnung vermietet werden. Unser Interesse wäre natürlich, dass das deutlich kontrolliert wird, weil das ist schlicht und ergreifend eine Wohnraumzweckentfremdung. Das heißt, das steht normalen Wohnen nicht mehr zur Verfügung. Um das zu kontrollieren, bräuchte man deutlich mehr Personal und das hat die Stadt Köln oder das Wohnungsamt konkret wahrscheinlich nicht. Also Köln ist angeblich Spitzenreiter bezüglich Ferienwohnungen. Und wenn man das in den Griff kriegen will, dann muss man da deutlich mehr Personal zusetzen, weil es ist schlicht und ergreifend, zumindest für diejenigen, die nach, ich glaube Mitte 2014 als Ferienwohnung genutzt werden, ist das auf jeden Fall illegal. Das könnte man unterbinden, aber Voraussetzung wäre, deutlich mehr Personal oder so eine Wohnungspolizei, wie auch immer genannt, das kriegt Köln offensichtlich so nicht in den Griff. Man merkt das ja auch, dass oft dann viele Menschen mit Rollkoffern durch das Viertel gehen, wo man sich denkt, wie oft verreisen eigentlich meine Nachbarn? Ja. Sind Sie da allein oder wie viel machen denn in Ihrer Initiative mit? Naja, also betroffen sind eine ganze Menge. Die Initiative existiert seit 40 Jahren. Thema ist das eigentlich, ich sage jetzt mal locker, seit 20 Jahren, verstärkt in den letzten 5, 6 Jahren.
Wie gesagt, die Engagierten in so einem Verein, das ist natürlich immer, das schwankt, je nach Betroffenheit. Da ich persönlich betroffen bin von der sogenannten Kernsanierung vor 5, 6 Jahren, hat mich das Thema dann nochmal besonders umgetrieben und habe dann angefangen zu recherchieren, was gibt es für Alternativen und, und. Klar, das Thema wird uns auch noch ein bisschen länger begleiten. Tragisch finde ich, dass so Städte wie München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, die haben dieses Instrument Erhaltungssatzung schon viel länger genutzt. Die haben auch viel Erfahrung damit. In Köln dauert das alles unheimlich lange. Es gibt jetzt endlich 2 Verdachtsgebiete, zu denen leider nicht der Rathenauplatz gehört, sondern das Severinsviertel und Mülheim. Da versucht man jetzt zu klären, ob da der Erlass einer Erhaltungssatzung Sinn machen würde. Aber man muss ganz klar sagen, ne, nicht nur der Rathenauplatz, die Kölner Südstadt, Nippes und, so wahrscheinlich auch mittlerweile Ehrenfeld, auch da müsste man die Frage stellen, würde eine Erhaltungssatzung Sinn machen? Michael Groschek, Sie sind ja SPD-Landesvorsitzender. Wir sind heute hier am Rathenauplatz. Sie haben sich gerade von einer Anwohnerinitiative über den Wohnungsmarkt hier rund um den Rathenauplatz informiert. Hat Sie das verblüfft? Ja doch, dass man hier auf engstem Raum alle Phänomene der Wohnungspolitik und des Wohnungsmarktes sieht. Hier haben wir Flucht und Vertreibung durch Luxusghettoisierung, durch Umwandlung von Mietwohnungsraum in Eigentumswohnungen. Hier haben wir aber auch geschützten Wohnraum. Hier haben wir Einzelfälle von Vermietern, die Herz zeigen und für unter 6 Euro vermieten. Also der Rathenauplatz ist im Grunde wie ein Fokus der gesamten Wohnraumproblematik des Landes. Jetzt haben wir ja gestern die Regierungserklärung von Armin Laschet gehört. 17 Zeilen zum Thema Bauen und Wohnen. Sind Sie damit zufrieden, was die neue Landesregierung da auf den Weg bringt? Nein, das war eine sträfliche Vernachlässigung eines großen sozialen Problems. Diese Regierung ignoriert die Probleme am Wohnungsmarkt. Diese Regierung nimmt nicht zur Kenntnis, dass die Schlangen bei vermietbarem Wohnraum immer länger und länger werden und die Menschen verzweifeln in den Großstädten. Diese Regierung träumt von der Landidylle und dem Haus auf dem Lande. Das ist aber für die allermeisten Familien im Land keine realistische Perspektive. Diese Regierung setzt die neue Landesbauordnung aus. Die Wohnungspolizei soll entmachtet werden, die Mietpreisbremse ausgehöhlt werden. Es ist an der Zeit, sich zur Wehr zu setzen. Und deshalb wollen wir das Bündnis für bezahlbares Wohnen von der Landesebene an die Basis holen. Wir brauchen ein solches Bündnis von unten, damit Politik begreift im Landtag, dass Mieterinnen und Mieter die Nase gestrichen voll haben, fünftes Rad am Wagen zu werden. Wir brauchen Wohnungsbaupolitik, die ambitioniert ist, kein Mittelmaß, sondern hervorragende Positionierung im Kabinett, damit Mieter geschützt werden. Sie haben das schon gesagt, Eigenheimförderung soll ja wieder eingeführt werden. Man will so ein bisschen unterstützen, aber so der soziale Wohnungsbau, wenn man jetzt gerade an Köln denkt, wir haben über 50% der Kölnerinnen und Kölner sind Wohnschein oder Wohnberechtigungsschein fähig. In Köln haben die Sozialwohnungen in den letzten 10 Jahren Jahr für Jahr abgenommen, weil die aus der Sozialbindung fallen. Letzten Endes das Thema sozialer Wohnraum. Wir haben das kooperative Baulandmodell in Köln, wo 30% gebaut werden, aber dann oft auch nicht wieder. Gerade der soziale Wohnungsbau und die großstädtische Bebauung ist ja ein Problem, wenn man daran denkt, dass Köln über 200.000 Menschen bis 2030 an Zuzug erwartet. Was müsste eine neue Landesregierung da tun oder hätten Sie vielleicht auch getan, wenn Sie weiter im Amt geblieben wären? Wir haben ja gesagt, wir müssen den sozialen Wohnungsbau weiter forcieren. Wir hatten Rekordumsätze in den beiden letzten Jahren. In Nordrhein-Westfalen wurden mehr Wohnungsbaumittel umgesetzt als in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Daran muss man anknüpfen, da darf kein Stopp oder kein Zurück eingelegt werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir Städtebauförderung und Wohnraumförderung zusammen sehen, damit alte Quartiere neue Qualitäten bekommen, damit schlechtere Adressen wieder gute Adressen werden und die Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht abgewertet und verdrängt. Und wir müssen schneller bauen, wir müssen manchmal auch höher bauen, ohne einem Hochhauswahn zu verfallen und wir müssen Grundstücke mobilisieren. Und die Städte, auch die Stadt Köln, ist aufgefordert, das vorhandene rechtliche Instrumentarium wirklich zu nutzen. Es kann nicht sein, dass Personalnot vorgeschoben wird
und Wohnungsaufsicht vernachlässigt wird. Wohnungspolizei ist Pflicht, kommunale Pflicht. Jetzt haben wir auch das Thema Wohnimmobilienkreditlinie, die ja im Bund neu entschieden wurde oder neu auf die Schiene gesetzt worden. Das geht jetzt so in die Verordnungs- und Erlassphase. Hätte da eine neue Landesregierung Nordrhein-Westfalen sich nicht auch dazu äußern müssen? Wir müssen dafür sorgen, dass niemand benachteiligt wird und dass allen Menschen Wohnungskredite auch offen stehen. Die Diskriminierung, die mit unterschiedlichen Entwürfen verbunden war, war skandalös. Wir brauchen eine Gründungsoffensive für kommunale und genossenschaftliche Wohnungsbauunternehmen. Baugemeinschaften müssen gefördert werden. Geld ist im Grunde genug vorhanden. Neue Ideen und kreative Anstöße sind gefordert. Wir brauchen keine Landesregierung, die mauert, sondern eine, die fördert.